Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Harvest Moon 64, Brudies. Und ja, wir machen hier weiter jetzt. Yeah, und... Okay, bla bla bla. I'm so sleepy. Ja, und der Feuer ist auch wieder dabei. Ach, ich bin jetzt einfach immer dabei. Das warst immer was. Dabei? Ich bin immer dabei jetzt. Okay, morgen ist wieder so eine schöne Sonne im Wetter. Daddy ist schön. Ne, das muss man sagen. So, dann geht's ab in den Gordon. Ich mach mal meine Tür zu. Guck okay. Mal da, du hast den Hund ja draußen pennen lassen. Ja, der musste ja draußen pennen, weil er unartig war. Der hat nämlich in mein Bett gepisst. Und das lassen wir nicht zu. Das muss ja nicht sein. Ne? Das muss nicht sein, Brody. Yeah. Das muss er nicht. Okay. Ach, die Mucke ist so was von geil. Wieso bist du jetzt schon müde? Warum? Weil ich im letzten Part so brauch. Ja, aber jetzt ist noch später. Und? Mal gucken, wenn ich schlafen gehe. Ja, wir müssen langsam so in den Schlafrhythmus kommen, denke ich mal. Ja, mein Freund, sonst sind wir am Arsch. Morgen soll ich schon 22 Uhr wenn schlafen, weil damit ich schnell in meinen Schlafrhythmus reinkomme. Wieso um 22 Uhr? Darum, weil ich muss ja um 6 aufstehen und ich penne immer so 9 Stunden. Nee, das sind 8. Ja, und 8 penne ich auch. Was? Ich penne eher gesagt immer 8 als 9. 9 ist eigentlich meistens der Fall. Was? Ich penne immer 8 Stunden, aber 9 Stunden geht auch meistens. Also schläfst du schon um 9 Uhr? Nein. Aber du darfst ja um 8 Uhr nicht raus. Also ich meine, du gehst immer aus Skype raus um 8 Uhr. Ja, wegen meinem LAN oder mein WLAN. Aber durch LAN geht's ja jetzt. Ja. Na, ist auch egal, ne? Ich bleib meistens aber auch bis 22 Uhr. Ha. Ja, ich bleib auch nur bis 12 Uhr oder so. Ah, wie früh musst du denn aufstehen, ey? Um 8. Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen, Alter. Und nicht um 8. Tja, 2 Stunden später. Und um 8 Uhr muss ich in der Schule sein. Ja, ist klar. Was denn? Ich wohne 5 Minuten von der Schule entfernt, Alter. Also, da stehe ich doch nicht früher auf. wieso sollte ich? So, dann geht's jetzt ab. Remco war ja im letzten Part, ist hier rausgegangen, ne? Erinnerst du dich? Ja, einfach im Regen ist er draußen gestanden. Hat und so ihm war kalt. Augen. Ihm war kalt. Und bevor er stirbt natürlich, da haben wir ihn wieder reingetan. Er soll ja nicht wie Feier enden. Der ist jetzt zwar nicht tot, aber der war angepisst ein paar Tage lang. Ne? Und heute ist das Eierfestival. Feuer freut sich wahrscheinlich schon, das Eierfestival zu sehen. Yeah. Aber ich mag das Festival, das ist echt cool. Und am 28. ist ja das Local Horse Race. Und da gibt es ja das Pferderennen. Alter, gibt es eigentlich was denn? Kennst du auch den Skypack, Alter? Das hätte ich auch. Du sollst mir heute was schicken. Dann schickst du mir ja die beiden Dateien. Steht da, die Datei ist nicht verfügbar, oder? Ja, das ist beim neuen scheiß Skype-Design ja öfters der Fall. Und ja, das ist einfach scheiße. Ich finde das toll. Finde das toll. Feiere ich überhaupt nicht. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber auf jeden Fall, die Festivals sind gut. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was im Winter so vor uns steht, Rudies. Also was da jetzt so kommt, keine Ahnung. Oh, Feuer, möchtest du gemolken werden? Ja. Ja, freu mich. So, Feuer wird nochmal gemolken. Ja, guck mal, die Milch schwebt da einfach. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Meine Slack total, wenn mir jemand immer eine Datei schickt, mein Gott. So. Ding, ding, ding. Ist es bei dir auch so? Skype ist total scheiße geworden, Alter, seit dem neuen Design. Die Fotos nicht verfügbar. Immer noch nicht. Ist total scheiße geworden, ne?
So, wir haben hier genug Futter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8 Freunde! Na? Da war ein Kramer! Hallo, meine Freunde! Hier ist Willem Kramer, LP! Oh, schade. Junge, Alter, dein Vibrator musst du mal echt mal ausmachen. Das muss ja nicht sein. Was schreibt mir denn um Punkt 0 Uhr? Punkt 0 Uhr ist es, Freunde. 0 Uhr. Ja, da schreibt jemand Happy Thanksgiving. So. Ah, da will er gestreichelt werden, der kleine Mastermind. Oh, oh, ja. Yeah. Aber ich weiß gar nicht, wie mein Hund heißt, man. Mastermind. Nee, wie heißt der Hund? Wo steht das überhaupt? Na, ist auch egal. Okay, was war das jetzt? Ah, mein Handy ist vollgeladen. Um 0 Uhr 1. Sehr schön, da kommt der eine Minute zu spät. Ja, ist nicht schön, ne? Ja. Naja, ist auch egal. So, jetzt dann gehen wir jetzt zum... What? What the fuck? Hallo, der Bürgermeister. Yeah, yeah, Leute. Welcome to our annual Fall Egg Festival. Let's explain the rules. Quickly find and bring back eggs with same color as their owns I show. You to win, but eggs are shit. I will appear. Ja, ich werde dir euer Essen und einen McDonald's Cheeseburger machen raus. Auf die Fresse. Nothing's inside. Ja, okay, wann beginnt das jetzt endlich mal? Ah, jetzt. Are you ready? Yes. The first one is this. Ah, ein weißes Ei, genau. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Jetzt müssen wir nämlich die Eier suchen. Ostern für Arme. Ja, Ostern für Arme. Ach, da ist nichts drin, okay. Scheiße, ich möchte es jetzt kriegen. Nein. Oh ja, wir haben's. Das ist Bingo. The next one is this. Okay, wo waren die nochmal? Ah, hier. Gleich im First Try. Das ist Bingo. The next one is Big Mac. Das ist blaue, okay. Jetzt nimm das. Oh ja, das ist das. Schon wieder dasselbe, toll. Hatte ich da. Ich hatte es davor schon, richtig? Ja, okay. Nochmal. Alter. Bockt, ne? Wer ist das? Schon wieder, Alter. Will er mich verarschen? Guck mal in die Kästen. Ich glaube hier. Das ist sau schwer. Ja, voll schwer versteckt. Ne? Guck mal, die anderen machen gar nichts. Ja, die machen auch nichts. Ja, das war's korrekt. Wir gehen zu Hause. Der Winner ist Joker. Hey! This prize is this mysterious turtle figurine. Welche Figurine? Thank you, please come again next year. I will Big Mac with Papa. I'll make it next time. Hey, ist doch scheißegal, wir haben beide gewonnen, Mann. Also Ruhe, du Hure. Today was sun, but it's back to rock tomorrow. Guck, siehst du das? Wie cool. Siehst du das da oben? Was ist das? Das ist eine Schildkröte. Ninja Turtles. Oh, jetzt gerade bekommen. Wie Ninja cool. Turtle. Ninja Turtle. Ey, das ist ja richtig cool eigentlich, ne? Mhm. Ist ja cool. Gefällt das mir. Jetzt ist unser Zimmer ja fast voll, ne? Das Baby heult. Boah, halt's Maul, du Pisser. Ich kann ja nichts tun, Mann. Ich weiß eigentlich einfach nicht, was ich da tun soll. Und was geht, Hundi? Geh in deine Hunde. Lass ihn noch rein. Hier, bitteschön. Wieso ja, rein? Der hätte mein Bett gepisst. Der hätte meinen Teppich gepisst. Und der hat doch auch mal vorhin ein Haus hier gepisst. Ja, aber das ist ja egal. Hauptsache nicht in den Teppich, ne? Weil die Frau muss da sehr viel putzen. Ne? Ich denke, das hat dir nicht gefallen. Boah, Feuer ist der Feuer müde. Ja.
Da ist aber jemand müde. Hallo, meine Freunde, hier ist aber ein Gramel-P und du solltest sofort wieder ausstellen, du kleiner Fixer. Ich stelle mir ganz vor, als ich bin so mitten in deinem LP ein. So, was Alter, so das wäre mies. So, so ich stelle dir so Feuer. Hä, was? Was ist los? Du machst das ganze Schlaf, wandelst du noch. Und ist da so mehr und träumst dann von Maggis und von Burger King während der Aufnahme und die alle denken, ja, du, ich weiß, dass du fett bist und so. Und ja. Da denken die das auf jeden Fall. Ja, Feuer tut jetzt so, als ob er pennt. Weck die bitte nicht auf. Weck die nicht auf. Er darf nicht aufwecken. Wah! Stell dir vor, du wachst dann wirklich so auf. Wie mies wäre das denn bitte? So schreit Cranky, Alter, wenn er seinen Tag hat. Ne, Cranky ist in der Kirche. Der musste ja in die Kirche. Der wurde gezwungen zum Gottesdienst. Ja, was ist denn das? Hurensohn, ey. Der darf das essen. Der hat's einfach gegessen, der Wichser. Der darf das essen, das ist doch seins. Komm, Joker, lass pennen gehen einfach mal nach der Folge. Einfach mal so mal gucken, Mama, wachst du denn dann immer so morgen den ganzen Tag auf? Oh, nee, ja, aber ohne Scheiß, ich geh wirklich gleich pennen. Ja, warum? Warum wohl? Weil ich will nicht, scheiß. Also nicht so, ich gehe ja eigentlich normalerweise 4 Uhr pennen und da habe ich dann nur 4 Stunden, 3 Stunden Schlaf. Und was will ich dann 3 Stunden Schlaf? Denk nicht deine Eltern oder was? Nee, ich. Mich selber. Alter, ich penne einfach dann. Egal, scheiß doch, Alter. Nein, ich meine in der Schulzeit, du Depp. Wir haben jetzt in 2 Tagen Schule. Also eher gesagt, noch 2 Tage haben wir Ferien halt. Diese Nacht mache ich wahrscheinlich durch. Dein Ernst? Ja, das letzte Mal morgen gehe ich ja noch ganz früh pennen. Nee, Mann, dann ist mein kompletter Tag im Arsch und da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist dann nicht schön. Feier ich ja gar nicht. Stimmt, wenn ich ja jetzt, wenn wir jetzt so 20 nach oder Viertel nach Schluss machen mit dem Part. Also, hätte ich schon bis 8, 9 Uhr. Bis 8, 9 Uhr. Viertel nach 9 oder so. Ja, bin ich recht früh wach. Du willst um 9 Uhr aufstehen. Ja, wenn wir gleich pennen gehen um 0 Uhr, ist ja. Nicht um 0 Uhr. Hä, wieso 0 Uhr? Ja, du gehst doch gleich pennen. Ich geh mal gucken. Nee, nicht jetzt. Ich meine um 2 Uhr ungefähr. Das meine ich mit gleich. Okay, wenn ich 2 Uhr penne hier, Alter. Ja, dann passt es ja. 7, 8, 9, dann penne ich bis 11 Uhr. Ich will früher wach sein. Ich glaube, ich gehe gleich pennen, ey. Du gehst um 0 Uhr pennen, du Wichser. Ja. Okay. Ja, Freunde, habe ich morgen mehr vom Tag. 1, 2, 3. Ich bin heute um 4 Uhr aufgewacht, Alter. Mein Rhythmus ist voll am Arsch. 4 Uhr? Ja. Nachmittags, ne? Nein, frühs. Alter. Nein, natürlich nachmittags. Aber ich war um 1 Uhr wach halt, aber ich bin dann einfach trotzdem pennen gegangen, weil ich habe gesagt, ja, ich habe Ferien, scheiß auf 1 Uhr aufwachen, Alter, ist zu früh. Da war ich voller Hurensohn. Oh, das denke ich mir auch immer. Ach komm, bleibst du liegen. Ja, ist so, Alter, ich war viel zu faul, um aufzustehen, Mann. Wenn ich bissen muss, 3 Uhr nachts, ja, noch 3 Stunden, Alter, musst du ja, nee, oder 4 Uhr, oh, noch 3 Stunden, Alter, musst du raus schon. Bleibst du jetzt wach, wartest bis dein Vater aufwacht, oder pennst du noch? Nö, ich penne immer extra dann noch. Dann sag ich, ach komm, scheiße, aber ich penne noch die 3 Stunden. Ja, was willst du 3 Stunden lang machen, eben? Fernsehen schauen. Ja, 2 Stunden. 6 Uhr ist mein Vater wach oder um 4 Uhr ist er auch schon wach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Was sagst du? Alter, stimmt ja, Wii U spielen, geht ja. Siehst du. Ja, Dank dem Gamepad, ne? Deswegen liebe ich die Wii U. Ich spiel's immer gerne im Bett.
Kannst du ja Mario Kart 8 spielen, oder du spielst PSP oder sowas? Oh, mein PSP nicht kaputt. Wäre ich, würde ich GTA. Nintendo 3DS kannst du spielen. Ich kann PlayStation 3 spielen, ich kann Nintendo Wii spielen, Nintendo Wii U, 3DS. Wie doch nicht im Bett, du Depp. Und? Hat sich sogar gereimt, Alter, wie auf dem Bett, du Depp. Hat sich sogar nicht umsonst gereimt, Mann. Boah, Proxy, musst du mich nerven. Eins. Warum heißt die Proxy? Sag mal, ich hab einen Namen bekommen. Proxy-Server. Weil alles blockiert. Proxy-Server ist ein Programm, das dein Internet, also was du im Internet machst, also Internetverlauf und so weiter, blockiert ungefähr. So ein bisschen. Glaub, also nicht alles, der filtert halt, glaube ich, so gesehen etwas. Ich glaube, wir werden Proxy töten, wir werden Paula töten und wir werden noch einen Chicken töten. Nee, und, wir losen das aus. Wir machen das wirklich jetzt im Lossystem. Alter, bin ich gestorben. Ja, du kannst auch. Junge, der pisst jede zweite Sekunde! Was ist mit dir denn falsch? Nein, sei froh, dass er draußen pisst. Ja, der pisst in seine Hundehütte, da schläft er ja, also Pech gehabt. Da muss er jetzt in seiner Pisse schlafen. Hat er selber Pech gehabt, Mann. Ja, was ist denn da? Schreib ich jetzt nicht so. Jokers Hund muss in seiner Hütte schlafen. Muss jetzt in seiner Hütte schlafen. Und er hat da reingepisst. Also ist er selber schuld. Er muss in Hundepisse. Ja, ich wünsche ihm einen gemütlichen Schlaf auf jeden Fall. Der wird wahrscheinlich gut einschlafen. Da ist Winkly! Ja, was will ich mit Winkly, Alter? Scheiß auf Winkly. Halt die Fresse! Stimmt's, Cranky, fick dich. Halt die Fresse, du Hurensohn! Was hast du bei der Alten? Warte, komm, wir gehen zu Cranky. Yeah! Yo, Omi, was geht? Yo, Schuldenri! Ach, scheiße, ich kann kein Englisch. Was geht, Junge? Willst du nächstes Mal wieder bei mir kaufen? Ich öffne bald wieder meinen Laden. Ey, das kann man nicht kaufen. Leg das wieder hin. Danke. Ey. Komm her, du Fettsack. Cranky, schau mal her. Was? Boah, warte, wir müssen jetzt mal Cranky finden irgendwo im Wald und dann tun wir ihn wieder in die Kirche. Nee, wir tun ihn zu Cranky in den Laden. Nee, warte, ich habe sogar noch was Besseres vor. Warte, wir suchen jetzt den Affen, wir suchen jetzt den Affen. Wie viele Crankys haben wir, Alter? Der Affe, einmal der Opa da. Wo ist der Affe? Keine Ahnung. Das ist wichtig, wir brauchen den Affen jetzt. Da war eine Libelle. Ja, ich weiß, aber scheiß auf die Libelle. Wir brauchen den Affen. Affe, wo bist du? Okay, ich nehme erstmal das hier mit. Hey, gibt's hier was Neues? Warte mal, es kann sein, weil wir ein Baby hier haben, ne? Nur gibt's nichts. Doch, da Baby stand da im Bad. Ja, aber das Babybett, das haben wir schon. Okay, da hat nichts weiter. Das ist ein bisschen schade, weil was will ich mit dem Baby jetzt tun? Bis es erwachsen wird halt, ne? Hallo, Cranky, wo bist du? Ich suche dich. Nee, ich suche dich jetzt, Cranky. Weil ich muss dich in einen Ort bringen, der für dich passend ist. Okay. Nur wenn ich dich finden würde. Ah, hier bist du ja. Okay, was will die Dame überhaupt hier? What is Karen doing? Are you being nice to him? Nein, wir schlagen die. Okay, vielleicht gibt's ja hier was irgendwie. Sonst kapiere ich das Ding hier nicht. Das Winkly. Wieder.
Oh, was steht denn da überhaupt? Toll, hier ist. Was ist das für ein Laden, Mann? Naja, egal, wir suchen jetzt erstmal Cranky, wenn es sie nicht gibt. Dann müssen wir leider wohl oder übel. Können wir halt nichts machen. Weil ich wollte ihn jetzt in einen schönen Ort bringen. Da, wo es ihm auch sehr gefallen würde. Nicht in die Kirche dieses Mal, sondern wo ganz woanders hin. Mal schauen, ob er kommt. Cranky! Oh, Cranky! Halt die Fresse! Komm jetzt, du Hurensohn! Was, Hurensohn? Ich bumse deine Mutter in den Arsch! So, Cranky, wo bist du? Ich finde ihn nicht. Scheiß auf Cranky, alter, voller Hurensohn. Ich rotz auf deinen Kopf! Scheiß auf Cranky, alter, voller Wichser. Bringst ihn halt irgendwann anders dahin. Ja, weißt du, wo ich ihn hin tun wollte? Wo denn? Bücherei. Ja, hier muss er jetzt schlafen. Muss jetzt halt nicht besser schlafen. Ja, wo ist das Baby schon wieder? Geh mal oder? Fett kacken. Ja, ich kann. Was ist das, Alter? Die kann. Guck mal, das schwebt, das Baby, Alter. Houdini. Ohne Müll, das kann doch nicht schweben, einfach. Naja. Also, morgen haben wir den 22. Wann kommt denn das Kuhfestival? Das Kuhfestival, das haben wir doch schon gehabt. So, ich dachte, das kommt nochmal. Nee, also, das Pferderennen. Das Pferderennen kommt. Ach stimmt, ich hab das vergessen, ihr zu geben. Hier kriegst du. Ah, I love this, I'm so happy. I can't have an ex, a good in survive. Is it okay? Mom, please, cry. Warte mal, kann ich das ins Bett tun? Nö. Ja, ins Bett kann ich es nicht tun, aber hierhin schon. Guck mal, wie ungemütlich das eigentlich ist für ihn. Ich meine, wenn eine falsche Bewegung macht, fliegt er auf die Fresse. Schau es dir doch mal an. Bitte, bist du es auch so eingewickelt, damit er nicht rumfliegen kann mit den Armen. Ja, es darf seine Hände nicht bewegen. Alter. Und morgen ist schon wieder schon schönes Regenwetter. Echt nice. Auf jeden Fall im nächsten Part geht's hier weiter. Haut rein. Ciao, bis im nächsten Part. Ah, ciao. Alter, das klingt so, wie das aussieht, das Ding hier. Wir klingen genau so, wie das aussieht. Auf jeden Fall, ciao, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Hier, haut rein. Creepy, creepy, creepy face.